Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Gags 3, Deep Cover Gecko. Ja, Gags 3, genau. Genau. Armeekanal, Krieg ist cool. Nein, ist es nicht. Schießen Sie auf die Suchscheinwerfer, zerstören Sie 5 Zelte. Zerstören Sie die Stadt, suchen Sie 5 geheime Käferkäfige. Oder überleben Sie den Kampf, stehlen Sie Geheimpläne. Soweit ich weiß, sind die Geheimpläne das nervigste? Oder? Nee. Ah, nee. Krieg ist eine prächtige Angelegenheit. Nein, ist es nicht. Krieg ist scheiße. Suchscheinwerfer knipst man mit dem Maschinengewehr aus. Genau, und das macht man hiermit. Das Zelt kann ich damit nicht zerstören, ne? Nee. Bescheuert. So. Sehr schön. Und wie immer als erstes die ganzen Fliegen sammeln. So. I'm in the army now. Jupp. Nicht so unbequem wie Armeeklamotten. Also ich habe mir immer sagen lassen, so die Armeestiefel sind das bequemste und robusteste, was es gibt. Ich möchte erst einmal hier lang. Genau, das hier ist quasi eins der Endings hier. Also Kartoffelschälen ziehe ich vor. Welches mit am einfachsten zu erreichen ist. Man soll hier eben die Gebäude zerstören. Und nach diesen Käferkisten suchen. So. Zerstörung. Manchmal ist Zerstörungswut ganz gut, aber es kommt immer darauf an, ob das, einem selber gehört oder eben anderen. Wenn es anderen gehört, da schränke ich mich dann immer ein. Nee, bloß nicht. Dann darf ich es nachher bezahlen, dann heule ich rum, dass ich das nicht bezahlen kann und dann, ja. Ja, sehr schön. Die nächste Pfote ist vollständig. Genau, das hier sind diese Käferkisten. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, richtig Gummibärchen. So. Ich finde es irgendwie so süß mit der kleinen Fahne da oben am Panzer. So. Das wäre dann Nummer 2, aber wie gesagt, ich hole ja erst einmal alle Fliegen und dann möchte ich hinten diesen Plan holen. So, na komm schon. Rum ums Eck. Oh, ich bin gerade so überhappy. Ich war heute endlich mal wieder raus aus der Wohnung und in der Innenstadt. Und naja, war beim Hausarzt. Hab mir denn wegen meinem Rücken... Oh, das ist nicht so erfreulich. Ich habe ja seit über einem Monat einen Hexenschuss gehabt. Und naja. Ah, ich hab's schon geschafft. Ja. Besteht für mich die Aussicht auf den Schreibtisch, Job? Sir. Als Neuling auf keinen Fall. Fast ohne Gleich. Naja, und hab mir denn eine Krankschreibung geholt. Und ich hab auch Medizin bekommen, dass ich dann die nächsten 10 Tage, sagte mein Hausarzt, glaube ich, überstehen kann. Mal gucken. Aber ich fand das irgendwie so putzig. Ich habe ja eine Augenklappe auf dem Auge, ist klar. Nee, Moment. Rauf ja, aber noch nicht holen. Okay. Ich trage ja eine Augenklappe seit tatsächlich schon einem Jahr. Vor einem Jahr wurde ich operiert bald. Interessant. Naja. Und ich habe die, um damit eben umzugehen, dass ich eben das Ding tragen muss, habe ich mir dort Wackelaugen aufgeklebt. Vorhin im Wartezimmer hat sich dann eine ältere Dame neben mich gesetzt, hat mich dabei angeguckt und meinte dann, na das sieht ja auch interessant aus. Meinte sie denn so, hatte ich dann auch so gefragt, meinten sie mich? Ja, sie da mit dem Mundschutz, weil ich natürlich auch in der was war das denn? Ach so, ja, stimmt. In der Praxis muss man natürlich auch einen Mundschutz tragen, mache ich selbstverständlich. Auch über die Nase, ja. Und naja, dann eben dazu auch noch die Augenklappe, meinte sie. Ja, findet sie irgendwie lustig. Na, da konnte ich doch irgendwie drunter, das weiß ich noch.
Ah, jetzt. Und das tatsächlich sogar von einer älteren Dame. Ich finde das so cool. Viele gucken mich dann immer irgendwie an, so, was ist das? Ich liebe oder ignorieren es tatsächlich auch. Naja, und ich habe dann auch ehrlich, wie es ist, zu ihr gesagt, wenn ich schon damit leben muss, dann wenigstens mit Humor. Wenn ich da irgendwie rumheule, das bringt ja auch nichts, ne? Naja, egal. Und die nächste Pfote. Zack. Ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich hier drüber? Okay. Auch gut. Ich dachte immer, hier wäre irgendwie noch was anderes, aber... Naja. So, das war's hier unten. Aber ich verstehe es auch nicht. Für mich die Aussicht auf den Schreibtisch, John? Ich bin ja dann mit dem Bus hingefahren und dann später mit der Straßenbahn wieder zurück. Und es gibt immer noch Leute, die den Mundschutz nicht richtig tragen. Sondern nur so unter der Nase. Und ich denke mir so, legen die Leute das tatsächlich darauf an, dass die sich infizieren? Ich weiß, ich wollte eigentlich nie irgendwie über so negative Sachen sprechen in den Let's Plays, in den Videos, wie auch immer. Nur, warum? Warum sind Leute so? Autsch. Naja. Ich verstehe das beim besten Willen nicht. Der Typ da. Der muss weg, leider. So, gut. Hallo? Ich wollte das machen und dann die Fliege einsammeln. Vor allem verstehe ich es dann auch nicht. Auf der Fahrt zum Arzt hin mit dem Bus saß dann einer rechts neben mir. Oder relativ gesehen. Ich war bei einem Vierersitzplatz und der andere dann auch. Hat während des Sprechens den Mundschutz immer wieder runtergemacht, nach dem Reden wieder hochgemacht. Was bringt das? War schon fast ohne Glas. Oder auch auf der Fahrt wieder hier nach Hause saß dann einer in der Straßenbahn und ja, relativ weit weg von mir. Moment. Unangenehme Zeitgenossen, diese Scharfschützen. Bleiben Sie noch im Schützengraben. Ja, mal gucken. Aber erstmal... Oh, diese kackige Handgranate. Stopp. Das ist ein Kinderspiel. Warum ist da Krieg? Ja gut, das Spiel ist ab 12, aber trotzdem. Also, Kartoffelschälen ziehe ich vor. Ja gut, ich habe mit 8, 9 Jahren auch schon Resident Evil und Silent Hill gespielt. Also von daher... Naja. Ja genau, der Typ saß dann halt ein bisschen weiter weg von mir. Hab dann aber ständig den gesehen, Mundschutz, unter der Nase und nebenbei noch eine Bierflasche. Super, dass er da ständig am Saufen war. Das sind mir dann die Liebsten. Das sind dann mit Sicherheit auch diejenigen, die am Ende rumheulen, wenn die sich dann doch infizieren sollten. Naja. Aber, gut jetzt von diesem Thema. Ich wollte nur einmal ganz kurz Luft machen. Und mein Unverständnis ausdrücken. Und das habe ich jetzt getan, also gut jetzt. So. Gut. Aber eine erfreuliche Nachricht, die ich erzählen wollte. Richtig, wir haben endlich Internet. Und zwar richtig gutes, oder relativ gutes, schnelles Internet. Oh, eine 100er Leitung. Das ist so angenehmer. Nee, Granate. Das ist nicht angenehm. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Riecht wie Gummibärchen. Nee, da kommt sie. Hau ab. Sehr schön. Oh, ich bin so froh, dass wir das schnelle Internet jetzt haben. Natürlich ist es nicht so schnell wie eine 250er oder eine 1000er Leitung oder was auch immer. Aber für uns ist das eine massive Steigerung. Vorher, wie gesagt, hatten wir ja nur eine 50er Leitung mit 10 Upload. Und das ist echt zu wenig gewesen, als dass man dann vernünftig damit aufnehmen könnte. Da ist noch eine Granate. Oder zumindest hochladen kann. Sind Sie John Wayne oder bin ich das? Ah gut, verfolgt mich nicht. Ist da noch was? Na, ah, komm schon. So.
Das da ist eine Fliege. Brauche ich die? Ja, brauche ich. So. Und, komm schon. Später wirst du mir mal sehr dankbar sein. Die hinterlassen keine Fliegen, okay. Und wie gesagt, ich bin gerade so übelst happy, dass wir endlich gutes Internet haben. Ich weiß noch, als wir vor, lasst mich lügen, 4 Jahren? Ja doch, vor 4 Jahren sind wir hier in diese Wohnung gezogen. Und davor in der Wohnung, in der alten, hallo, danke. Da hatten wir gerade mal eine 16er-Leitung. Das, ja, das war im Grunde nichts. Wenn man das so vergleicht heutzutage. Ich meine, die Videos, die ich jetzt hochlade. Das letzte, nee, das Video Nummer 3 hier von Gags, das hatte etwa 14 GB in der Datengröße und das hat über 4 Stunden gedauert. Ja, das ist überhaupt nicht verhältnismäßig. Da hätte ich dann wirklich für 3 Videos 12 Stunden gebraucht zum Hochladen. Und das habe ich dann auch gemacht gehabt. Auch mit Spookies und so weiter. Das war echt nicht schön. Aber jetzt eben, wie gesagt, super. So, komm her. Sehr schön. Nö, nicht unbedingt in die Mine reinlaufen. Ah, ich habe mich schon gefragt, warum ist die Kamera so komisch? So. Erstmal hier. Diese Fliegen. 9, 8, 7, 6, 5. Na, ich zähle die lieber noch nicht mit. Na, hier ist noch eine Pfote. Sehr gut. Eine Pfote. Ich habe manchmal das Problem, PF richtig auszusprechen, wenn ich hier aufnehme. Ist irgendwie so bescheuert. Aber naja. Gibt Schlimmeres. Nicht bleib draußen, sondern komm rein. Besteht für mich die Aussicht auf einen Schreibtischjob? Nö. Ich glaube, Schreibtischjob gibt's erst, wenn man richtig lange gedient hat. So. Dann hier noch. Hallo. Sack. Noch eine einzige Fliege. Wo ist die? Also Kartoffelschälen ziehe ich vor. Ah, da ist sie. Habe ich tatsächlich übersehen. Genau, dann hier. Boah, der Ordnung halber. Na komm schon. Tschüss. Dann hier hinein. Kommandocenter. Kommandozentrum. Wie auch immer. So, du weg. Du weg. Und einmal dieses hier. Mhm. Und dann war es das auch schon mit dem Level. Zumindest die ersten beiden Fernbedienungen. Die erste Mission und die Fliegen. Sir, das war schon fast ohne gleich. Jo. Sehr schön. Hallöchen, Soldat. Soldaten sind wie Seemänner. Sie kommen viel rum und in jedem Hafen. Hast du jemals aufgegeben? Aha, nicht, wenn das Angebot so üppig war. Üppig. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist halt so dieser Humor von damals gewesen. Nee, die Käferdinger noch nicht. Die Scheinwerfer. Mache ich als erstes. Sehr schön. Ich habe noch gar nicht angefangen zu kämpfen. Ja, ist doch gut. Ach ja, stimmt. Ich bin doof. Diese Botten bringen mich um. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich mir mal, weil ich immer Probleme habe mit Schuhen in meiner Größe, dass ich mir einfach mal Armeepotten hole. Die sollen, wie gesagt, sehr robust sein.
Und mein Freund, der hat auch immer so das Problem, dass die von ihm wirklich schnell kaputt gehen. Das dauert nicht lange und man kann ihm wirklich neue holen. Wie lange hat er jetzt gebraucht für das eine Paar? Ein Jahr? Naja. Ist auch egal. Ich finde es nur ein bisschen komisch, dass dann die Qualität auch immer so schnell nachlässt. Oder so sehr nachgelassen hat. Moment. Der noch weg? Nö. So. Sehr schön. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ja. Die Gummibärchen. Kann ich das nicht abbrechen? Nein. Sir, das war schon fast. Oh, mit Leichen. Ja, ja. Na, bei mir ist immer das Problem, wenn ich irgendwie Schuhe habe, da löst sich eher die Sohle, als dass die Sohle kaputt geht. Moment. Achso, habe ich schon. Moment, ich möchte aber mal nachsehen. Gesamtmenge. Eine Bonusmünze fehlt mir. Ja bitte, wo? Naja, ich hole erstmal das hier. Kann sein noch drüben in der Stadt, sag ich mal. Jetzt mein Kopf gerade am Rotieren im Innern. Wo könnte ich die letzte Bonusmünze vergessen haben? Zerstören Sie die Stadt. Suchen Sie 5 geheime Käfige. Verdammt, jetzt bin ich echt am Überlegen. Wo ist die? Oh, gut. Man hat mich ausgemustert. Oh, dieser Helm ist schlecht für die Frisur. Welche Frisur? Ich glaube, das ist der Witz daran, weil er keine Frisur hat. Oh, diese Botten bringen mich um. Hier vielleicht? Nee, sonst hätte ich die Fliegen ja hier auch übersehen. Da vielleicht? Ah, jetzt juckt meine Nase. Ich sag's ja, das liegt an der Durchblutung. Kaum sabbel ich mehr, ist die Durchblutung natürlich auch besser. Sind Sie John Wayne oder bin ich das? Hab ich die irgendwo hier übersehen? Also muss ich ja irgendwo übersehen haben. Nur, war das hier? Kamera! Kamera! Bin ich jetzt... Besteht für mich die Hallo? Schreibtischjob? Ich bin da durchgeglitscht, bevor ich das aufgeschossen hatte, glaube ich, oder? Oder es war schon kaputt und ich habe mich da dann oben durch die oberen Steine nur durchgeglitscht. So, hier ist keine. Ah, kann auch sein, im Schützengraben, dass da noch eine Bonusmünze versteckt war. Dass ich da nicht richtig hingeschaut habe. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Stimmt, ich weiß wo. Ich hole erstmal das hier. Oh. Komm schon. Wo ist denn jetzt das letzte Teil hier, was ich zerstören soll? Moment. Ach, hier, genau. Ich habe früher als Kind auch Probleme gehabt, mich hier zurechtzufinden. Ich habe keine Ahnung, wieso. Sir, das war schon fast ohne Gleich. Ich glaube, es wäre schneller, wenn ich jetzt hier oben die Fernbedienung hole und dann gleich nochmal in den Level reingehe. Ist, glaube ich, sogar wirklich schneller. Denn sonst müsste ich ja komplett nochmal alles holen. Quatsch. Sonst müsste ich ja nochmal die Bonusmünze holen und dann, ja. Genau. Ich glaube, ihr weißt. Ihr wisst, was ich meine. So, und in dem Fall. Au, das war dumm. Ja, stimmt. Ich glaube, ich muss jetzt trotzdem nochmal den Fernseher holen. Deswegen, das hier ist dann wirklich eher das Einfachste. Zack.
Und das ohne die Sniper zu aktivieren, dass die einen abballern wollen. Da stand eben auf dem einen Teil drauf, almost clean drink water oder sowas. Nahezu sauberes Trinkwasser. Nein, 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 pfui. Ey, lasst mich doch. Hä? Wie weit können die schießen? Okay, dann muss ich das machen. Tschüss. Ich habe da nämlich beim Schützengraben in der Mitte was vergessen. Und da ist dann auch, ja, die Bonusmünze mit bei. So, mache ich das hier noch. Zack. Hier noch. Dass sie wieder ablaufen lassen. Wenn es nicht so lange dauern würde. Besteht für mich die Aussicht auf den Schreibtisch, John? Nö. Sir, das war schon fast ohne Glas. Ja, stimmt. Ich hätte auch einfach durchrennen können, denn gleich. Ach, egal. Jetzt habe ich das so gemacht. Sie John Wayne oder bin ich, Sir? Die Granaten. So. Na komm. Tschüss. Mach Tschüss. Und da noch? Ich wusste gar nicht, dass die dann auch so weit schießen können. Wenn die einen erstmal gesichtet haben. Hä, ist der jetzt weg? Tatsächlich, die Granate ist weg. Da oben! Ich bin doof. Und das Doofe aber, also zusätzlich Doofe, ich kann jetzt nicht einfach hier zurück zur Karte, denn sonst würde ich die Bonusmünze und den ganzen Fortschritt, den ich gemacht habe, verlieren. Zumindest, soweit ich weiß. Ich möchte es jetzt auch nicht austesten, sonst müsste ich das ja nochmal machen. Daher? Nee, gut. Einfach aus dem Level raus. Zack. Und zack. Genau, so sieht es dann aus, wenn man die Fernbedienung schon hat. Ach ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. War jetzt gerade mal nur dieser eine Level. Ich schau mal ganz kurz nach. Ja, 23 Minuten etwa. Ich schätze mal, wenn ich hier das Bonuslevel dort geschafft habe, kann sein, dass dann auch schon wieder die Zeit rum ist. Mal sehen. Bonus-Bonanza. Bekriege deinen Nächsten. Zerstören sie die 10 Rest-Tanks. Also, ja. Bekommt ihr auch was dafür? Das haben sie nicht übersetzt. Also, Rest ist natürlich hier der Gegenspieler. Man sieht ja da oben diese Hackfresse da drinne. Sagen wir es so. Und Tank, dann eben Tank. Ja, toll, Tank. Panzer. Ah, was ist heute los? So, komm. Genau, das kann ich auch zerstören. Da ist, glaube ich, dann irgendwo auch noch eine Uhr drunter. Ja, da sieht man sie schon. Nicht so unbequem wie Armeeklamotten. So. Oh, Mann, das ist ein bisschen langwierig hier. Dadurch, dass er eben halt so langsam nur fährt. Ja, ich weiß, ein Panzer ist nun mal langsam. Oder relativ. So, das waren 4. Da ist nichts mehr. Lass mich rüber. Lass mich rüber. Dankeschön. Genau, hier rechts komme ich nicht hoch. Tschüss. Ja, komm schon. Jo, das war ein Glückstreffer. Sehr schön. Kann ich dich zerstören? Jo. Sehr schön. Warten. Und rüber. Einmal schießen. Und komm, rüber. Ganz knapp. Aber geschafft. So, jetzt auch hier diese Zielscheiben zerstören. Ich
wollte gerade sagen, ich stehe direkt davor, wenn ich das jetzt nicht getroffen hätte. Das wäre ein bisschen sehr peinlich. Gut. Moment. Nee, da fehlt noch eine. 1, 2, 3, 4. Dort. Genau, dann öffnet sich dieser Weg. So. Beziehungsweise diese Brücke erscheint. Wäre die Statue nicht im Weg gewesen? Sag mal, der steht direkt vor mir. Komm. Nummer 8. Und dort hinten dann nun endlich die Nummer 9. Sehr schön. Und der letzte. Sehr schön. Ton. Der Ton eben. Das war unangenehm. Gut. Das schreibe ich mir nachher auf. Wenn ich... Oh, dieses Kackvieh. Stimmt. Wenn ich das am Schneiden bin. Bisher waren es, glaube ich, 3 Codes, die ich aufgeschrieben habe. Und was es mit denen auf sich hat, das werden wir erst relativ spät erfahren. So. Ich kann nur so viel sagen, es hat was mit den Secret-Leveln zu tun. Ja. Wenn man da alle soweit geschafft hat. Daher sind die jetzt gerade noch irrelevant. Sma! Ich hab dich doch getroffen! Dankeschön. Obwohl, wisst ihr was? Das hier mache ich auch noch schnell. So, ey. Auf da. Genau, jetzt könnte ich zum Beispiel auch mit Rex spielen. Mit Rex. Aber ich möchte bei Gex bleiben, weil das irgendwie cooler aussieht. Geheimnis TV. Was steht da? Braveheart los. Oh Gott. Genau, und wieder ein Level, wo wir alle Fliegen einsammeln müssen. Und ich finde die Musik hier in dem Level echt super. Und hier, das Kostüm von Gex ist auch so cool. Ist übrigens eine Anlehnung an ein anderes Spiel von den Entwicklern. Ich komme jetzt nur nicht drauf, wie das Spiel heißt. Ich weiß jetzt nicht... Ah doch, Moment. So. Kann ich ja einmal so mitnehmen. Das Interessante natürlich, wenn er in diesem brennenden Modus ist und dann ins Wasser fällt, ist natürlich dieser brennende Modus sofort zu Ende. Moment. Ah, da ist keine. Sehr schön. Ich glaube, ganz oben brauche ich dann diese Fliege. Ja, mal gucken. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind und teilweise auch als Jugendliche hier ganz schön Schwierigkeiten hatte mit diesem Level. Eben durch diesen Zeitdruck, den man hier hat. Aha. So. Das waren, glaube ich, soweit alle hier unten. Ich glaube, Gegner gibt es hier nicht. Deswegen kann ich die Fliege soweit auch behalten. Also brauche ich keine Angst haben, dass die verschwindet. Nee. Gut. Ah, ich glaube, hier oben bin ich dann ständig irgendwie runtergefallen, weil ich dann das hier gemacht habe und manchmal wollte er das einfach nicht machen. Oder ist dann einfach wirklich sehr, sehr schräge gesprungen. So. Ja, genau, hier. So, wie war das jetzt? Hiermit. Und das da. Genau, man sieht schon. Ah, Mist, jetzt hätte ich das nochmal haben müssen. Mit Feuer. Dann hätte ich das da hinten aufgesammelt.
Ah, okay. Ich mach's einfach mal. Jetzt ist ja mittlerweile egal, ob ich dann wirklich gerade mal eine halbe Stunde aufnehme oder eine komplette Stunde. Dadurch, dass ich eben jetzt gut schnell hochladen kann, ist das absolut egal. So. Ah, mal sehen, ob ich das schaffe. Ich weiß es gerade nicht. Nee, gut. Kann aber sein, dass ich das nochmal machen darf. Weil ich ein wenig... Ja, zu eilig habe. Bin. Es zu eilig habe. Ah, Grammatik. Die armen Grammatikwichtel. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Also zumindest nicht hier das Einsammeln. Mit Chance kriege ich das da hinten noch hin. Na? Ah, schade. Ah, das ist doof. Dann würde ich das als erstes gleich machen. Genau. Genauer gesagt, ich nehme dann die Fliege mit und darf dann nicht gleich sofort drauf losballern. Sondern warten, bis das vorbei ist. Ach ja. Oder ich kann das auch so machen. Ja, ich nehme erstmal eine mit. Ja, das gehört halt zu einem Let's Play dazu. Wer es eben halt ja, nicht sehen will, sag ich mal, kann ja auch vorspulen. Ist ja kein Problem. Ich meine, wenn ich irgendwo bei jemandem ein Video sehe, so zum Beispiel auch sowas wie das hier, ne? Ja, wenn mir das halt zu lange dauert, dann spule ich halt auch vor. Ne? So. Oder wenn irgendwie, zum Beispiel bei Skyrim, mein Freund guckt auch ganz gerne mal solche Let's Plays von Skyrim oder an sich, wo dann auch sehr viel vorgelesen wird, was dann aber nicht zur eigentlichen Story gehört. Naja, dann kann man auch überspringen. So, nochmal ein Sekündchen schneller. Und zack, gerade rüber. Ich würde dann erst einmal, wenn ich das soweit aktiviert habe mit der Statue. So. Ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt. Nee. Also ich müsste jetzt sowieso nochmal runter. Und das holen. Scheiße. Okay, gut. Dann hole ich das jetzt schon. Ah, verdammt. Das ist so doof. Warum? Ah, egal. Komm mit, Fliege. Es läuft nun mal nicht alles immer nach Plan. So. Boink, boink, boink. Aber ich finde es schade, dadurch, dass ich jetzt einen Monat lang Pause gemacht habe, bleiben die Views natürlich wieder aus. Also ich hatte vorher dann ein bisschen mehr. Und naja, das ist nicht immer schön, wenn dann so eine Pause kommt und naja. Ich mach das mal so. Ah, halt dich doch fest. Verdammter Gecko. Okay, sollte das zu lange dauern, dann würde ich das auf jeden Fall rausschneiden. Da. Da. Das nur, um was zu zeigen. Nee. Ja, hier hatte ich nämlich früher auch mal Probleme, dass ich dann... Ja. So, jetzt aber.
möchte zumindest das hier jetzt machen. So, ich habe wenigstens etwas mehr Zeit. Jetzt aber. Na los! Das müsste doch eigentlich gehen. Oder ich muss das machen, wenn ich das komplett schon alles eingesammelt habe. Okay, ich mache das jetzt noch so lange, bis ich das schaffe. Und ich zeige euch dann die Ergebnisse. Nein. Nein! Oh, danke. Du. So, ich schneide zumindest das hier schon mal wieder rein. Damit ihr auch mal seht, wo die letzten Fliegen sind. Das ist immer noch der nächste Versuch. Bevor ich hier, ja. Genau. Der Versuch nach dem, wo ich sagte, ich schneide das dann raus. So, auf die Luft muss ich achten. Hoch. Gut. Ja, genau. So. Drei Stück. Zwei. Hallo, wo sind die? Oh, bitte sag nicht, ich habe welche übersehen. Ach nein, da, gut. Oh. So. Gut. Und ich glaube, jetzt muss ich das hier machen. Nein, komm. So. Ich glaube, so hier muss ich das freischalten. Und dann jetzt das hier einsammeln. Und dann kommt eine Videosequenz. Hoffe ich. Mal sehen. Okay, das ist doof. Also normalerweise würde da dann eine Videosequenz kommen. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht startet. Aber gut. Wir haben jetzt, glaube ich, nur noch zwei Level vor uns und einmal eine Art Bossgegner. Ich würde mit einem Level fortfahren, den ich überhaupt nicht abkann. Und zwar dem Wild West Level. Dem da vorne. Moment, ist das hier noch offen? Ich glaube ja. Nee, ist zu. Genau. Dann mache ich das eben noch auf und dann beende ich die Folge auch erst einmal. So. Sehr schön. Ich bin ja schon froh, dass ich hier soweit die Bonusmünzen endlich bekommen habe. Dass man hier wirklich so rauf muss, ist halt richtig doof. Aber naja. Gut. Dich töte ich noch. Ja, töten. Genau, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Einen Kommentar, welcher euer bisheriger Lieblingslevel ist zum Beispiel. Und was ihr von den einzelnen Kostümen haltet, die Gex bisher hatte. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Ja, und wir sehen uns dann. Moment, sind das Kratzspuren da auf der Brust bei ihm? Oder sollen das verkappte Haare sein? Nee, ich glaube, das sind Kratzspuren. Eine Narbe oder so. Naja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Gex Deep Cover Gecko wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.